Immer wenn es brannte bei der größten Schweizer Fluggesellschaft, stand Jean-Claude Denzel den Medien Rede und Antwort. Sein Gesicht bringt man heute unwillkürlich mit der Abflughalle des Zürcher Flughafens in Verbindung. Ja, es sind sehr wahrscheinlich hunderte von Interviews, die ich in den letzten Jahren hier am Flughafen Zürich unter der Tafel oder Menschen habe ich hier abgemacht mit dem Fernsehteam und Radio und so weiter. Diese Medienpräsenz hat aus ihm je länger je mehr eine bekannte Persönlichkeit gemacht. Aber das ist ja klar, dass gewisse Leute sprechen mich da auf der Straße, wo ich sie nicht kenne. Und sie sagen, wir kennen euch vom Fernsehen. Das ist einfach so. Und der Ort, wo sich ja alle Jean-Claude Denzel erkennen, ist das Operation Center, das Nervenzentrum der Fluggesellschaft, wie er es nennt. Es sind die persönlichen Kontakte in der Welt der Fliegerei, die Denzel nach insgesamt 45 Dienstjahren am meisten vermissen wird. 1967 fing Denzel als Lehrling bei der Swissair an und arbeitete sich rasch die Karriereleiter hoch. Mit 27 war er bereits Stationsleiter in Nizza und genoss den Glamour-Faktor der Côte d'Azur. Vor allem in Nizza, wo Filmfestival war, Grand Prix de Monaco war, hatte ich sehr viele Prominente und Persönlichkeiten zum Flugzeug begleiten können. Unter anderem einmal Sophia Loren, wo es war dunkel und hat sie gesagt, dürfte ich euch den Arm nehmen. Und wir sind Arm in Arm sind wir dann auf dem Flugzeug gegangen. Denzels Erinnerungsstücke an denkwürdige Ereignisse füllen heute einen ganzen Ordner. In seiner Karriere begegnete er nicht nur Filmstars, sondern flog auch einmal mit Papst Johannes Paul II. Das sind, ich weiß nicht, vielleicht 2 Minuten haben wir da uns unterhalten, haben wir noch ein paar Geschenke gegeben. Und dann ist der nächste dran gekommen. Aber das Leben eines Pressesprechers bringt nicht nur schöne Momente mit sich. 1998 musste Jean-Claude Denzel seinen schwersten Gang vor die Medien antreten, als vor Halifax eine Swissair-Maschine abgestürzt war. Dort habe ich ganz klar für mich entschieden, dass ich nicht in Berührung kommen mit Angehörigen. Das heisst, ich wollte nicht in dem Raum gehen, wo Angehörige dort sind, wo wir die Leute informiert haben. Also unsere Manager sind dann dort gegangen und so und Seelsorge etc. Ich habe gesagt, das kann ich nicht machen, wenn ich dort reingehe, dann kann ich nicht mehr sachlich und fachlich orientieren. Ich musste schauen, dass ich die Balance behalten kann zwischen eben Emotion und Sachlichkeit. Eine große Belastung war auch das Grounding der Swissair im Jahre 2001. Denzel verlor im Alter von 52 Jahren seine Stelle. Das Grounding ist sicher einer der schwierigsten Momente, die ich in meinem Leben hatte. Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich wieder eigentlich Boden gefasst habe. Für mich ist eigentlich etwas kaputt gegangen, wo ich nie gedacht habe, das geht kaputt. Also quasi wie man einen Teppich unter den Fuß zieht und es war einfach eine leere Sache gewesen. Doch Denzel wurde von der neu gegründeten Swiss wieder angestellt. Und jetzt, 10 Jahre später, verlässt er seinen Posten mit einem guten Gefühl. Ich glaube, es ist auch Zeit für mich, dass ich einen jungen Mitarbeiter Platz mache. Ich habe 45 Jahre gemacht, ich habe es gerne auf den Tisch gesehen, ich habe es gesehen. Und von dem her habe ich kein Problem, mit dem 63 aufzuhören. Denzel wird trotzdem bald wieder am Flughafen anzutreffen sein, wenn er mit seiner Frau in die Ferien fliegt.